Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Heinz und Hill. Das letzte Mal wollte ich hier schießen, aber geht leider nicht mehr, da ich keine Munition habe. Und heute mal was ganz Neues. Ich spiele mit Gamepad. Ich habe es vorhin mal aus Langeweile ausprobiert. Kam ich hier rein? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Okay, dann halt nicht. Leider gibt es hier keine Taste, wo ich jetzt schnell laufen kann. Fässer. Die sind uninteressant. Oh, dann halt nicht. Und ja, mit Gamepad ist es ein bisschen schwieriger. Da oben. Da ist ein S. Ich hoffe, ihr seht es. Was ich bezweifle, aber naja. Da steht unser heutiges Tagesgericht. Flambierte Pflaumen. Klingt nicht sehr köstlich. Naja, wem schmeckt halt? Gehen wir mal rein. Oh, hier ist es gleich viel leiser. Gehen wir mal zum Telefon. Das Telefon ist tot. Gut zu wissen. Das ist die Küche, zumindest steht es an der Tür. Die Tür ist jedenfalls verschlossen. Oh, ich hab Hunger. Nein, habe ich nicht. Das hat gerade so gut gepasst. Das ist die Damentoilette. Lässt sich nicht öffnen. Naja, ich muss sowieso nicht auf die Toilette. Ja, wer geht denn auch schon auf ein Mädchenklo? Gläser und so ein Kram. Hat mich nicht zu interessieren. Oh mein Gott, was war das? Ich muss nicht auf die Toilette. Außerdem ist das hier nicht sehr hygienisch. Sieht aus wie ein Werbeplakat für ein Theaterstück. Ein Mülleimer. Da sind blutige Tücher drin. Okay. Als ich es vorhin mal gespielt habe, muss ich dazu sagen, dass ich dieses eine Geräusch, was wie ein stöhnenden Klang, nicht gehört habe. Einfach nur aus dem Grund, weil ich ein Grammophon. Ich denke, damit kann ich nichts anfangen. Eine Jukebox. Die Dinger sind ziemlich selten, aber diese hier funktioniert schon nicht mehr. Tja, blöd. Was steht da? Alkohol? Nee. Nee. Komm. Da lang. Ja. Was wollte ich sagen? Ach ja, ich hab's ohne Ton gespielt, weil sonst hätte ich wieder Angst bekommen. Okay. Kann denn der Herr Cho Klavier spielen? Ah! Nee, kann er nicht. Also wenn ich meine Minigames mache, Shortgames, wie auch immer, dann werde ich auf jeden Fall das so einrichten, dass wenn da ein Klavier steht, dass ich da auch drauf spielen werde. Zumindest, oder der Held. Ich gehe aus der Theke. Was ergibt das für einen Sinn? Ein Haufen Alkohol, den ich jetzt aber nicht vertragen kann. Trotzdem trinke ich nicht gerade selten. Aber Leute, ich lauf auf der Theke. Ein Haufen Alkohol, den ich jetzt. Bla. Ja, okay. Wo sind wir denn hier? Eine Bombe. Zumindest klingt das so. Ein Getränkeautomat. Wenn ich Geld hätte, dann würde ich mir eine Dose gönnen. Eine Urkunde. Diese Bar scheint beliebt zu sein. Eher gewesen zu sein. Unter dem Bild steht der Name des Inhabers von diesem Pub, Paul Hogan. Die Uhr funktioniert zwar, scheint aber falsch zu gehen. Es ist ein Papierkorb. Interessiert mich nicht. Das ist nichts Interessantes. Das ist nichts Interessantes. Das ist nichts Interessantes. Ja, schön für dich. Warum kann ich hier nicht mal was klauen oder so? Nicht mal. Zu einem Dorf ist ja auch nicht. Hier liegen Münzen. Es sollte nicht auffallen, wenn eine davon fehlt.
Ich nehme nicht mehr Münzen weg. Es sind schließlich nicht meine. Oh, du bist viel zu ehrlich. Die Münze sollte passen. Nanu? Ein Schlüssel, keine Dose. Wozu der wohl passt? Oh, wahrscheinlich hier. Der Schlüssel aus dem Automaten passt. Sie ist nicht mehr verschlossen. Irgendwo klang da, war das logisch, oder? Hinter dem Bild ragt ein Tresor aus der Wand. Allerdings ist da nichts mehr zu holen. Was ist das? Was ist das? Ich will es nehmen. Ich will es mir angucken. Ach so, ja, das ist wieder so programmiert. Okay, da ist ein Zettel. Was ist das? Sieht aus wie ein paar Karten der Umgebung. Die sind ja nass. Ich nehme die Karten wohl besser mit, allerdings sind die unbrauchbar. Okay, gucken wir sie an. Ja, so. Geht nicht. Ja, ich habe rausgefunden, wie ich da hochkomme. Okay. Gibt's hier sonst noch was? Nee, oder? Dann halt nicht. Da steht wieder das Klavier. Was war das? Okay. Das klang wie das Klavier. Vielleicht sollte ich es mir nochmal genau angucken, oder? Hm. Scheiße, jetzt ist die Maus im Bild. Na gut. Also nicht wundern, ich habe selber keinen Game Sound und ich habe vergessen, meine Musik anzustalten. Ich stehe auf Polizisten. Ich mag die Uniform. Ich bin sofort da. Oh, es ist laut. Nehmen Sie mich an. Zwei nette Polizisten winken mich heran. Doch Polizisten neigen dazu, ihre Gefühle nicht zu zeigen wie du. Polizisten neigen dazu, ihre Gefühle nicht zu zeigen wie du. Oh, die Rote rief mich öfter an. Okay, gehen wir weiter. Wenn er sich mal beeilen würde. Ich meine, bei Pokémon Pearl gibt's so Turbo Boots. Ich glaube, die sollte ich mal hier rein editieren oder sowas. Der Nebel wird dichter. Was passiert hier nur? Ich hab so das Gefühl, dass da etwas liegt. Okay, ich hab doch nichts aufgehoben. Vielleicht sollte ich erstmal speichern, oder? Schön, dass es hier der Regen nicht so laut ist. Ja, das haben wir alles schon mal schneller gesehen. Ich weiß, dass du kein D-Zug bist oder sowas in der Art. Und auch kein ICE und auch kein Auto und auch kein Fahrrad, aber trotzdem könntest du etwas schneller laufen. Da ist ja sogar eine Schnecke schneller. Und zwar im Rückwärtstempo. Stehend. Scheiß Gamepad. Das ist schon wieder.
Mittlerweile beruhigt es mich nicht mehr. Ja, ich weiß. Ist leider nie passiert, denn Polizisten neigen dazu. Ihre Gefühle. Ja, ich weiß, das passt nicht dazu, aber naja. Ja, ich habe nur 80 HP. Haben wir gerade gesehen, das eine Vieh, was aussah wie so eine Vogelscheuche, hat mir 20 HP abgezogen. Ich stand wahrscheinlich garantiert zu dicht dran. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee komme, aber es klingt logisch. Das ist nicht